Das Achtelfinale beginnt mit einem Überraschungsduell mit Wales gegen Dänemark. So sieht's aus und unseren Tipp dazu seht ihr gleich. Genau, die Waliser. 2016 waren sie im Halbfinale, also keine große Sache für das kleine Wales hier im Achtelfinale zu stehen. Aber die wenigsten hätten es ihnen wahrscheinlich zugetraut, weil die Schweiz und die Türkei vielleicht stärker eingeschätzt worden wären. Aber Wales hat es gut gemacht, steht jetzt gegen Dänemark dort und die Dänen mit einem Herzschlagfinale haben es mehr als verdient, finde ich, da auch im Achtelfinale zu stehen. War schon richtige Gänsehautmomente da beim Spiel Dänemark gegen Russland. Russland, danke für den Einspieler. Also die Tore waren klasse, die Leistung war klasse, die Fans waren überragend. Und dann hat man es wirklich den Dänen gegönnt, die es tatsächlich geschafft haben, obwohl sie die ersten beiden Spiele verloren haben, dann doch noch in die K.O.-Runde einzuziehen. Und jetzt haben sie es mit Wales, mit einem Gegner zu tun, wo sie mindestens gleichwertig sind. Also das ist eine ganz, ganz spannende Story für Dänemark, die ja so schlecht angefangen hat mit Eriksen und ich glaube, wir alle gönnen ihm das. Aber Wales gönne ich auch das Weiterkommen, denn da habe ich ja schon gesagt, die haben mich richtig beeindruckt. Jeder dachte, oder viele dachten vielleicht, dass es nach dem Halbfinale von 4 Jahren oder 5 Jahren nicht mehr so positiv weitergeht, aber die qualifizieren sich ganz lässig für die EM, dann qualifizieren sie sich ganz lässig für das Achtelfinale und warum sollte es jetzt nicht gegen Dänemark auch ins Viertelfinale gehen, denn das Spiel findet nicht in Dänemark statt, sondern auf neutralem Boden in Amsterdam. Und wenn wir jetzt hier auf die Quoten schauen, dann sind sich die Buchmacher ganz schön einig. Dänemark ist haushoher Favorit. Warum, Radek? Naja, so haushoch nenne ich jetzt 1,9 mal nicht. So haushoch wäre sowas wie Deutschland gegen Ungarn, wo du hundertprozentig sicher sein kannst, dass die Deutschen das gewinnen bei einer 1,2er-Quote. Oder die Franzosen gegen Ungarn mit einer 1,3er-Quote. Oder die Engländer gegen irgendwen. Das sind haushohe Favoriten. Die Dänen sind Favorit, aber es ist ungefähr eine 50-50-Chance, dass sie dieses Spiel gewinnen, laut den Buchmachern. Dass Wales allerdings das Spiel gewinnt, da liegen die Chancen eher bei 20%, wenn man diese Quote anschaut. Ist das die Wahrheit? Wenn man die Waliser jetzt über die letzten 10, 15 Spiele verfolgt hat, dann muss man die schon wirklich ernst nehmen, denn das ist eine Mannschaft, die kann sehr gut verteidigen, die kriegen sehr wenig Gegentore, auch gegen die starken Italiener nur ein einziges Gegentor kassiert. Sie haben mit Bale und Ramsey zwei internationale Topstars, die, wenn sie Bock haben, beinahe schon Weltklasse sind. Bale immer noch natürlich unglaublich gut, auch wenn er es im Verein jetzt nicht so viel gezeigt hat, aber man weiß ja, dass die Prioritäten von Bale erstens Wales, zweitens Golf, drittens Real Madrid waren und von daher gibt er hier nochmal alles. Das wird schwierig für die Dänen, definitiv. Ich bin trotzdem der Meinung, die haben noch eine größere Klasse. Ich habe Dänemark eigentlich vor der Europameisterschaft ja auch stark eingeschätzt und bin froh, dass sie es jetzt ins Achtelfinale geschafft haben und wir wissen ja alle, wie das gelaufen ist, aber ich denke, dieses Spiel gegen die Russen, wie sie die abgeschossen haben und wie die auch quasi zusammenstehen als Mannschaft, da kriege ich jetzt Gänsehaut. Also das wäre eine Story, die nicht enden sollte, finde ich. Die Frage ist halt einfach wirklich, ob Dänemark hier das Spiel nach 90 Minuten gewinnt oder weiterkommt. Wird es Wales genauso gönnen? Zwei super coole Mannschaften eigentlich, die wo es jetzt keiner eigentlich verdient hätte auszuscheiden. Aber es gibt hier die Wette, wer weiterkommt. Wenn ich es finde, dann zeige ich es dir. Qualifiziert sich heißt es hier. Ich habe es nur auf Englisch gesehen. Und da ist die Quote, dass Dänemark weiterkommt, bei 1,4. Also das ist schon irgendwie ein großer Unterschied zum 90-Minuten-Sieg. Und deswegen würde ich, wenn, dann auf Dänemark-Sieg gehen. Aber du traust dich nicht so. Du bist eher für die Waliser, habe ich das Gefühl. Ich weiß es nicht. Ich bin tatsächlich bei dem Spiel super neutral, weil, wie du schon gesagt hast, das ist eine so schöne Story und das ist auch ein tolles Team. Die Dänen spielen zusammen, die kämpfen zusammen.
die rennen auch 90 Minuten an. Wir dürfen nicht vergessen, gegen Belgien haben sie auch eigentlich richtig gut gespielt und nur nach vorne gespielt, aber halt dann nicht den Ausgleich erzielt oder gar mehr immerhin geführt. Wales hingegen mit einem 1:1 gegen Schweiz, ein Achtungserfolg, einen verdienten und easy Win gegen die Türkei und gegen Italien. Na gut, gegen eine B11 nicht gepunktet, kann passieren. Auf der anderen Seite, du hast es gesagt, die sind eigentlich seit ein, zwei Jahren richtig erfolgreich, haben nur 2 der letzten 16 Spiele verloren und das ist auch schon eine Kunst. Und von daher kann dieses Spiel eigentlich nicht anders ausgehen wie unentschieden nach 90 Minuten. Und das finde ich persönlich schon interessant. Auch aus wetttechnischer Sicht würde ich tatsächlich nach 90 Minuten auf 1x gehen oder Asian Handicap plus 0,25 plus 0,5 auf Wales, weil da hast du eine super attraktive Quote. Also was bedeutet Asian Handicap plus 0,25, wenn sie nach 90 Minuten gewinnen sollten, wovon Radek jetzt nicht ausgeht, bekommen wir eine 2,55er-Quote. Wenn es unentschieden spielt, bekommen wir immerhin noch die Hälfte als Gewinn. Aber auch plus 0,5 ist ein Verdoppler. Und ich sehe hier einfach nach 90 Minuten ein super interessantes, spannendes, aufopferungsvolles 1:1 oder 2:2. Ich glaube tatsächlich an Tore, auch wenn vor allem Wales in der Verteidigung gut ist. Und die Dänen werden dann aus meiner Sicht in Verlängerung und Elfmeterschießen weiterkommen. Ein Spielverlauf, der nicht so unrealistisch ist, ja. Diese unentschieden Gefahr, die streite ich dem Spiel gar nicht ab. Aber insgesamt, wenn man sich die dänischen Statistiken anschaut, haben die einfach sehr, sehr gute Trefferquote. Die schießen oft aufs Tor und die machen aus ihren Torschüssen oft Tore und eigentlich doppelt so viele Tore wie Wales. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass Dänemark dieses Spiel in der regulären Spielzeit gewinnen wird. Vielleicht knapp 1-0, vielleicht 2-1. Aber ein 1-1 ist natürlich auch in diesem Bereich irgendwie immer drin und möglich, dass es eine Siegwette auf die Dänen bei der 1-9er-Quote nicht geben wird bei uns. Und bei der Wales-Wette, ja, die kannst du alleine gerne machen, aber da bin ich natürlich dann auch raus. Aber kannst natürlich verstehen und beide Teams haben meine Sympathien. Was die Tore betrifft, ja, da die Waliser eher gut defensiv agieren, könnte man schon davon ausgehen, dass es hier ein enges Spiel wird. Die Dänen lange nicht den Weg ins Tor finden. Wenn schon Italien nur ein Tor geschossen hat, dann wird es Dänemark ähnlich schwer haben. Man könnte dann natürlich schauen, ob es Under Value hat, habe ich ja schon geschaut, aber da ist die Quote auf Under 2,5 nur 1,5, das ist zu niedrig. Dass hier mehr als 2,5 Tore fallen, das glauben die Buchmacher überhaupt nicht mit einer Quote von 2,6. Wer es glaubt, könnte da natürlich dann Value finden, aber glauben heißt nicht wissen und die Statistiken sagen was anderes und ja, muss jeder selber wissen, aber ich sage natürlich, wer nicht auf Statistiken und Quoten schaut, der macht dann am Ende des Tages auch keinen Gewinn. Genau, also dein Ergebnistipp, wenn ich es jetzt richtig gehört habe, 2:1 für Dänemark? Na, 1-0. 1-0? Ich sage 2:2, ich erwarte, dass wir ein relativ frühes Tor sehen und dann einfach dadurch das ganze Spiel sich ein bisschen offensiver gestaltet. Ich glaube, beide Teams können weiterkommen. Ich kann mir dann auch vorstellen, dass man eher sein Heil in der Offensive sucht, sozusagen. Die Ausrichtung von Wales wäre bestimmt gegen einen Top-Favoriten wie England, Italien, Deutschland, was weiß ich, sehr defensiv. Gegen Dänemark sollten sie schon versuchen, Bale, Ramsey und so weiter einzusetzen. Also das ist eine super spannende Partie. Ich finde weiterhin, dass 1x als Verdoppler super viel Value hat, weil das Ergebnis beim Wetten zählt nach 90 Minuten. Wer daran nicht glaubt, geht auf Dänemark oder macht gar nichts. Over-Under würde ich persönlich nicht empfehlen und deshalb trotzdem das Ergebnis für mich 2:2. Das ist eigentlich krass, weil wenn du dann eine 2,6er Quote kriegst und du ja so viel drüber bist mit deinen 4 Toren, würde das natürlich am meisten Sinn machen, aber okay.
Dann schreibt in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Wem gönnt ihr es mehr, den Walisern oder den Dänen? Denkt aber auch immer dran, dass die Quote Dänemark kommt weiter nur 1,4 ist und dementsprechend kann es da nur 40% gewinnen. Während bei den Walisern ein Weiterkommen natürlich eine 5,5-Quote oder nach 90 Minuten. Zumindest eine Double Chance, eine Zweierquote wäre mit 100% Gewinn. Das ist natürlich schon was Schöneres, aber am Ende des Tages entscheidet die Leistung und ja, Dänemark wird das machen. So sieht's aus. Danke fürs Zuschauen, Einschalten und wir haben uns jetzt entschieden, im Achtelfinale jedes Spiel ein Video. Bis zum nächsten.